Ja, es ist nicht mehr Nacht hier beim Legusterweg. Ich wollte gerade sagen, es ist Nacht, aber dann bin ich doch gegenüber mal bei Giselby rein und habe mal Tag für Tag gesorgt. Denn es ist schon genug Arbeit hier, die ganze Erde zu verlegen. Dann will man hinterher wenigstens auch was sehen davon. Ich habe ja auch den Bäume abgeholzt, deswegen liegen hier so viele Setzlinge rum. Ich glaube, für einen All hole ich mir die mal alle. Ja, und dann habe ich hier weiter Erde aufgeschüttet. Wenn wir mal hier schauen. Fehlt noch ein bisschen, bis der Legisterweg komplett mit Erde aufgeschüttet ist. Ja. Da, hier bin ich beim Tor. Und beim Tor hatte ich ja letztes Mal, boah, das ist schon 16 Monate her, hier dieses Kiosk gemacht mit Bognertischen. Und als nächstes wäre eine Rossmann-Filiale dran. Ja. Und dann habe ich einfach mal geguckt, ob es im Internet Vorlagen gibt für Rossmann-Filialen in Minecraft. Also habe ich eingegeben Rossmann und Minecraft, nee, Minecraft und Rossmann-Filiale. Und dabei kam raus, Werbung für ein Lego-Set Minecraft bei Rossmann zu erwerben. Das Korallenriff für 9,99. Guter Preis eigentlich. Kann ich mir nicht kaufen. Ja, so ein schönes Korallenriff. Ja, warte, ja, gut. Dann habe ich halt überlegt, im Kiosk hatte ich ja hier die Bognertische verwendet. Was soll ich jetzt bei der Rossmann-Filiale nehmen? Weil die würde ich ja dann ähnlich aufbauen wie hier den Kiosk. Ja, nein. Ich habe jetzt keinen guten Block gefunden. Dann habe ich mir gedacht, bald kommt noch die 1,20 und da gibt es noch die leeren Bücherregale. Also warte ich mal auf die leeren Bücherregale bei der 1,20 und habe deswegen hier auch schon mal die nächsten Räume einfach hier ausgestanzt quasi. Und wenn ich nächstes Mal im Tor bin, gibt es hoffentlich schon leere Bücherregale, die ich dann einfügen kann. Ja, auf dem Weg zum Exil des Kings ist mir mal wieder der Granit ausgegangen. Deswegen bin ich hier mal in einer kleinen provisorischen Mine, wo ich Granit gefarmt habe. Und dann verlasse ich mal kurz die Mine und gehe in den Exilstunnel King. Ja, so sieht er aktuell aus. Ja, ich muss halt Granit farmen für die Tunnelwände, aber er ist jetzt fertig ausgeschachtet, deswegen muss ich halt Granit suchen. Hier bin ich auf der Himmelsbrücke. Letztes Mal, als ich vor ungefähr 5 Monaten hier war, sah man da noch Rom. Ja, ich bin jetzt allerdings ein bisschen weiter, bin hier über den Wald. Jetzt ist natürlich blöderweise mal wieder Nacht und man sieht den Wald kaum. Und das Ziel in die Richtung soll ja irgendwann mal das Atomkraftwerk sein. Ich gehe mal immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und jetzt baut sich da vorne bauen sich schon die Schneelanden des Atomkraftwerks auf. Aber wir haben das Atomkraftwerk leider noch nicht erreicht. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Ah, komm schon, Wasser, Wasser, Wasser. Boah, das war knapp. Das war knapp. Ja, okay, damit konnten wir auch relativ eindeutig, unfreiwillig beweisen, dass wir die Schneelanden tatsächlich mit der Himmelsbrücke noch nicht erreicht haben, sondern auch hier in diesem Sumpf feststecken. Ja, das war jetzt echt knapp. Das wäre schade um die Level gewesen. Ja, die Schneelanden. Gucken wir uns mal kurz auf der Karte an. Wir sehen, da ist nämlich dann schon das Atomkraftwerk. Wir sind also gar nicht mehr so weit davon entfernt. Allerdings, ja, man müsste vielleicht doch mal gucken, ob man da rüber rennen könnte. Mich jetzt nicht rüber porten. Aber mal schauen, kann man da irgendwo hoch? Hier hin sind ja blöderweise immer diese Messerküstenwände. Ist hier irgendwo eine Stelle, wo man hochkommt? Hier vielleicht? Nee. Ah, hier ist auch noch eine Schlucht. Und, ah, jetzt bin ich in den Schneeland. Okay, dann will ich doch einfach nur mal gucken, ob ich hier jetzt auf dem Landweg das AKW zumindest erreiche. Ja, da sehe ich links, oder jetzt mittig im Bild ist hier diese, ist das hier Eis? Ja, hier kann ich schon laufen. Da hatte ich ja die Markierung gesetzt, bis hierhin geht das Atomkraftwerk irgendwann. Ja, ich habe für Urzeit mal eine Markierung gesetzt. Ja, das Atomkraftwerk zieht sich ja auch ein bisschen, weil da auch so viel geterraformt werden muss. So.
Und dann jemand auch. Oder? Ist das das Atomkraftwerk? Ich glaub mal. Warum habe ich da den Querbalken reingebaut? Hier ist noch eine Schlucht. Ach Mann, was ist es denn hier auch so zur Furcht alles? Naja. Einmal hier hoch und da hoch und da, 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 da. So, ist das jetzt das Atomkraftwerk? Nee. Das ist hier Melfamena. Da. Das Atomkraftwerk ist dann da drüben. Knapp vorbei. So, dann wollen wir mal kurz hier nachschauen. Hierhin müsste dann. Hier müsste dann jetzt das AKW sein. Soweit, wie es halt bis jetzt steht. Also, es gibt schon einen Parkplatz und eine Straßenlaterne. Ja, toll. Der Berg, der muss halt erst noch weg. Was ein Wetter wieder hier in Hogwarts. Da kann ich ja gar nicht zeigen, was ich gemacht habe. Also ich bin. Komme ich da hoch? Ich habe ja mal das Portal weggemacht, weil das im Weg war. Bin ich da nicht mehr hoch. Ne, ich schaff's nicht. Na gut. Ich meine, bei dem Wetter kann ich gar nicht zeigen, was ich gemacht habe. Ich bin hier immer noch beim Bootshaus. Ah, hier komme ich hoch. Bin hier immer noch beim Bootshaus und habe ja jetzt mal auf dieser Seite hier das Dach nach oben fortgeführt und habe dann hier auch die Wand nach oben gemacht. Was für ein Wetter, ey. So, und dann kommt ja jetzt hier die Vorderseite. So, ach Mann, jetzt. Ah, jetzt sind wir völlig da runter. So, ja, dann kommt hier nämlich die Vorderseite. Und ja, da bin ich jetzt hier am Hochbauen. Ich glaube, auf der Rückseite müsste ich das schon fertig haben. Ja, dahin sieht man's. Ja, und dann kommt da das Dach drauf und dann ist vielleicht das Bootshaus irgendwann mal endlich fertig. Das wäre dann mal schön, ja.